Leute, herzlich willkommen zum ersten Outfit-Video. Wir sind jetzt durch mit den Pieces-Videos. Ich habe alles vorgestellt und das ist heute das erste Video, wo ich meine Sachen angezogen zeige, wie ich sie trage. Und ja, fangen wir direkt an und let's go. Ihr habt gerade das kleine Intro-Video gesehen. Da habt ihr auf jeden Fall nochmal das komplette Outfit gesehen. Was ich jetzt auch nochmal hier am Schrank vorstellen werde, wie ich dazu gekommen bin, das so zu kombinieren auf jeden Fall. Und das machen wir jetzt auf jeden Fall direkt erstmal. Also als erstes wollte ich dazu schon mal sagen, die beiden Sachen trage ich vor allem gerne zusammen, weil sie einen geilen Kontrast haben. Gelb und Orange, beides auffällige Farben, passen mega krass gut zusammen. Und ich finde das auch geil, dass die Kapuze, das ist auch oft bei Zip-Pullis oder so, kannst du gut unter normalen Jacken tragen, sieht immer geil aus auf jeden Fall. Weste trage ich eigentlich nur offen, nie zu, weil wenn man sie zuträgt, ist klar, sieht man immer ein bisschen fetter aus oder breiter, wie man es sehen will, ne? Ja, auf jeden Fall, die beiden Sachen trage ich zusammen und dazu die Returnity-Hose, habt ihr noch nicht gesehen, ich zeige es euch jetzt nochmal. Wollte ich im letzten Video auch vorstellen, hatte ich da aber an, deswegen ist auf jeden Fall von Returnity, hatte ich dazu jetzt an. Und ja, hat einen geilen Fit, habt ihr im Video gesehen. Ich finde es auch geil, man kann hier unten auf- und zumachen, hatte ich jetzt im Video nicht drin, aber man kann sie hier mit einem Klettverschluss auf- und zumachen, wie man sie tragen will, dann ist da auch eine Baggy-Hose. Das finde ich vor allem geil an der Hose. Also kommen wir direkt nochmal zum Hoodie. Hier auf jeden Fall, was ich hier ganz gut zu sagen kann, ist, dass dieser Hoodie auf jeden Fall sehr gut aufdeckt. Hier zum Beispiel am Ärmel, wenn ihr eine Uhr tragt, das sieht viel besser aus, als so wie es jetzt bei mir, bei diesem Sweater ist. Es deckt hier nicht wirklich gut auf, ihr seht, hier ist das so untergeklemmt mäßig. Das ist bei dem zum Beispiel nicht. Ihr habt das, wenn das hier auf der Uhr ist, habt ihr das hier direkt drauf und es hat hier halt dann noch ein paar Falten. Das sieht einfach, ist ein geiles Detail bei so Hoodies oder sowas. Ist auf jeden Fall mega geil. Dann hier ein kleines Detail vom Logo von Tommy Hilfiger. Das macht eigentlich so viel aus bei diesem Hoodie, finde ich. Ich weiß nicht, ich achte gerne auf kleine Details bei Sachen oder auch bei der Hose hier, dass hier nochmal der Schriftzug ist. Ich finde sowas einfach mega geil, das, sowas zu sehen. Und ja, dann kommen wir jetzt direkt zur Weste nochmal, spreche ich euch nochmal was an. Und ja, da im letzten Video unter den Kommentaren stand, dass viele diese Weste nicht fühlen, habe ich ja schon zugesagt, dass man die Weste wirklich fühlen muss oder man fühlt sie nicht in der Farbe. Kann ich verstehen. Ich feiere diese auffälligen Farben auf jeden Fall. Dieser Kontrast zwischen diesen beiden Sachen ist einfach das Beste, finde ich. Es kombiniert gut und ja. Ich trage auf jeden Fall viel lieber Westen als Jacken. Und ich habe sie, seitdem ich sie habe, wirklich noch nicht einmal zugetragen. Wenn die Weste euch wirklich warm halten soll, macht sie auf jeden Fall zu. Aber kauft sie eine Nummer größer, damit sie wirklich trotzdem auch Oversize bleibt und gut aussieht. Ich habe sie nicht einmal zugetragen. Finde ich viel geiler offen. Und eine Weste ist einfach immer noch besser als eine Jacke, finde ich. Hat nochmal was Besseres im Thema Style. Und ja, das war's zu den Sachen alle gesagt. Nur noch die Schuhe kommen jetzt. Das sind auf jeden Fall meine ersten Clean Air Force, die ich mir geholt habe. Werdet ihr im anderen Video noch sehen, im Amazon Fits Video. Dafür habe ich sie mir auf jeden Fall geholt. Ich habe sie jetzt aber auch zu diesem Outfit kombiniert, weil ich finde, Air Force passt zu allen Sachen, trägt jeder im Moment. Ist aber auch völlig in Ordnung. Und ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Air Force, entspannte Schuhe und ja, das war's eigentlich. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war das erste Outfit-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ja, es wird auf jeden Fall davon auch noch ein zweiter Teil kommen. Auf jeden Fall danke auch nochmal für diesen ganzen Zuspruch, den ich noch bekommen habe auf Instagram und so weiter. Wir haben jetzt fast 120 Abonnenten. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 118. Freut mich auf jeden Fall mega, dass mir auch so viele geschrieben haben, dass sie sich freuen über Videos, wenn die kommen. Und ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, Leute, und ciao.